Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und es wird wieder Zeit für Fallout 4 in VR, zurück ins Ödland. Und ich bin ganz gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir haben eine neue Waffe. Wir haben einen Supermarket-Komplex voller Roboter, die glücklicherweise freundlich gesinnt waren. Und jetzt geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, zurück im Game. Wie gesagt, ein Supermarket-Komplex voller Roboter. Zum Glück sind sie freundlich gesinnt. Aber wir brauchen ein neues Ziel. Ja, Ghost. Und meine Waffe. Mögen diesen Ort wahrscheinlich nicht so sehr. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Ich habe gerade vorhin gemerkt, ich habe kurz mal reingeschaut in die Karte. Wir haben hier eine Quest. Aber waren wir nicht in Tenpenny Bluff? Ten Pines Bluff? Tenpenny? Dort. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Place Marker. Das Code ist Place Marker. Ja, Place Marker. Dann werden wir uns einen Weg dorthin machen. Das ist hier. Und dort ist auch etwas Unentdecktes. Laut Kompass. Oder machen wir uns auf den Weg? Ist ja gleich in der Nähe. Brauche ich nicht skippen. Wir werden sehen, was da ist. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Die kann ich mal kurz präsentieren. Das war die hier, oder? Nein, das war sie nicht. Bluebird. Bluebird. Gab es jetzt zu der Quest, die wir letztes Mal gemacht haben? Die Blue Tapes. Eigentlich ganz nett. Vor allem mit der Double Scope. Wäre cool, wenn jetzt noch an der Seite noch eine, also die eine Alternative mit der Seite. Aber ja, die gefällt mir. Das Blau sieht man zwar ganz schlecht. Aber hat schon was, hat schon seinen Reiz. Aber leider zu wenig Munition. Ja, die können wir dann wahrscheinlich erst im Late Game dann nutzen. Ist aber an sich ja auch nicht schlimm, denn wir haben ja... Wir sind eigentlich gut versorgt, muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, jetzt auch ein paar Ressourcen. Ich lauf schon mal hin. Ein paar Ressourcen, um Munition wieder zu craften. Bei der nächsten Gelegenheit. Einer Chemie, Chemistry. Und dann werden wir die Chance auch nutzen. 300, das war okay. Aber nicht okayisch genug. Wir müssen gewappnet sein für jede Situation. Und da gehört es auch, reichlich an Munition parat zu haben. Vielleicht haben wir Glück in Ten Pines Bluff. Finden wir, wo ist eigentlich Ghost? Da ist Ghost, okay. Sagt die FPS. FPS sagt okay. So einigermaßen. Button. Scheiße, wie geht das nochmal? Okay, er kommt. Er ist feindlich gesinnt. Es ist ein Jaguar. Ah ne, ist ein Ramen. Wie ging denn jetzt? Lass es nachladen. Ah, hier war die Taste. Gucken wir mal kurz, wer da rumballert. Könnte man eigentlich Ghost dahin schicken. Ach, der wird jetzt Angst haben. Wer bist du? Kelly. Kelly? Hold up a minute. I can sell you a Brahmin. Ah, okay, Händlerin. Quality is guaranteed. Ja, gut, warum nicht? Ach so, ein Brahmin. Nee, sorry. Ja, eben. What would I do with a Brahmin? What would you do with it? Oh, you're serious? Well, ja. Whatever you want.
Some people use them for farming, I hear. Increases productivity quite a bit. That's what I hear, at least. Nein. I don't need a Brahmin. Oh, okay, sure. I feel you. Maybe later, then. Ciao. Okay, weiter. Gut, wow. Haben wir ihn. Ja, ich dachte, der wird wegrennen. Hey. Ghost, Mensch. Ich dachte, er wird wegrennen. Aber dem war nicht so, gell? Ja. Gut, aber das war jetzt ja keine große Gefahr. Mich, obwohl, da ist noch was. Lord Radon haben wir. Achso, ein Tarrant. Ist das hier? Ach, da unten. Gut. Okay. Da mag wohl jemand Figuren. Ist noch jemand? Was? Wo bist du? Was hast du gefunden? Hm? Ach, da! Eine Alarmanlage. Gucken, dass da auch keine Falle ist. Man weiß nie bei den Raidern. Nur weiß. Bisschen verstörend, dass sie mich beim Schlösserknacken beobachten. Nice. Aber, ich hab's geschafft. Granaten. Was haben wir denn dazu zu den Granaten gesagt? Sammeln wir Granaten? Werfen wird schlecht, aber Mine nehmen wir. Wir nehmen mal eine mit. Schadet nicht. Und hier. Ups. Nehmen wir auch mit. Kann man da nicht durch die Scheibe schießen. Und es tracken mal wieder. Alter, come on. Wir haben 56er Rounds. Sehr schön. War eine kleine Fort. Lassen wir hinter uns und gehen weiter nach Westen. Auf der Seite ist nichts mehr für uns. Okay. Oh, hier. Das können wir doch. Okay. Das können wir einnehmen. Raider Psychopathen. Oh, fuck. Fuck, wo bist du, Ghost? Muss aufpassen, der hat eine Fatboy. Ich muss vorstürmen. Kriegen wir. Ein Feldbar hat er nicht mehr genutzt. Fuck. Ah!
passiert. Ich muss mich heilen. Wenn ich hinten auf die Power Source schießt es immer besser. Yes. Vorsicht auf den Fatboy. Ah, da sagt leer. Ah, gut gemacht. Yes. Läuft. Safen wir sicherheitshalber mal. Das haben wir doch gut gemacht. Das war so richtig klug von mir. Schön die Deckung zu nutzen, die Umgebung zu nutzen. Und er hatte einfach nur Pech. Ach, Fatman. Er hatte einfach nur Pech, dass sein Kopf nicht geschützt war. Ach, das war wieder schön. Schön taktisch. Und zwar einiges an Munition verhauen. Aber dafür haben wir hier so eine kleine Base jetzt. Für was ich sie nutzen werde, weiß ich zwar noch nicht. Theoretisch könnte man hier eine kleine Station aufbauen für Settlers. Hallo. Astoundingly awesome tales. You have collected an issue of astoundingly awesome tales. Do 5% damage at night. At night. Ja gut, für später, wenn wir Night Vision haben. Bestimmt ganz cool. Aber so komplett im Dunkeln wandern ist jetzt momentan nicht so. Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt hier. Wie ging das? Hier. Least this as the only activation for now. Remove this option from. True. Ich glaube, jetzt ist das. You can now use the workshop at outposts. Genau. Ja, diesen Outpost könnten wir jetzt nutzen. Könnten wir. Ich könnte mal eine kleine Radarstation bauen. Ach, das ist aber eigentlich momentan gerade nicht wichtig. Auf jeden Fall, wir haben das jetzt freigeschalten. Brauchen wir wahrscheinlich später irgendwann mal als Knotenpunkt. Aber momentan nicht. Eine Radarstation auf unserer Seite. Kurz die Karte anschauen. Was, wirklich hier? So weit weg? Okay, jetzt gehen wir erstmal nach Tenpenny Bluffs. Und dann schauen wir uns hier die Satelliten. Ja, genau, vor unseren Augen. Gucken wir uns die an. Das habe ich schon aus der Ferne gesehen und dachte einfach, sind nur alte Mauerstücke. Aber scheinbar nicht. Also ab nach Tenpenny Bluffs. Ah, hier sind auch nochmal. Radar sagt cool, alles safe. Wahrscheinlich nur ein alter Outpost. Ja, Ghost, guck mal rum, ob du was findest. Aber scheint leer zu sein, aber immerhin. Munition. Ein Messer, aber sonst nichts. Okay. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Wo ist denn Tenpenny Bluffs? Ah, in der Nähe. Katzensprung, würde man jetzt sagen. Kurz die FPS anschauen. Passt. Wow. Ach du Scheiße. Natscher wieder. Oh oh. Fuck, fuck, fuck. Shotgun. Oh, wie ich euch hasse.
Komm schon. Oh, shit, ey. Ah, das war nicht so... nicht so clever. Was waren das für welche? Softshell-Myelux. Oh, auch noch die niedere Form. Die mich aber sowas von... hart... herangenommen haben. Immerhin nicht gestorben. Aber mir ist hier... die G... Hallo! Okay. Wisst ihr noch, was wir da eingestellt haben? Explodiert der Kack? Ich weiß nicht. Okay, explodiert nicht. Oh Gott! Mm. Explodiert nicht, der Kack. Mm. Dreckscheiße, ey. Wir müssen jetzt dann Tell Benny Bluff, um von dort aus dann zu der Satellitenstation zu gehen. Aha, hallo. Ölschränke. Ey, Waschmaschinen. Aber sonst ist hier nichts. Ah, da habe ich gerade etwas gesehen. Außen wandert jemand rum. Okay. Der ist gut. Den Penny Bluff. Da oben. Ich verzichte jetzt mal drauf. Auf nach Tenpenny Bluff. Der verkauft uns übrigens einen Hund. Also quasi hier den... wie heißt das? Hi. Also diesen Hund halt. Namen jetzt vergessen. Obwohl, wenn ich es gerade gelesen habe, habe ich es vergessen. Den verkauft er uns. Könnten wir jetzt quasi als zweiten Begleiter nutzen. Ach du Scheiße, was habe ich wieder angestellt? Ja, ja, ich kenne die Gegend. Ich erinnere mich. Kegelex. Red Kegelex, ey. Glowing Red Roaches. Ich glaube, die haben, wie der Name schon sagt, die einzigste Besonderheit, dass sie radioaktiv sind, aber ansonsten easy. Easy sind. So. Hallo, Dude. Caravan. Nee, mit dem möchte ich nicht reden. Das ist die nächste Gegend, die wir freischalten können. Lass mal kurz mit jemanden sprechen. Machen Sie die Tür auf. Hallo? Ja, okay. Ohne Worte. Wo ist unser Quest? Achso, wir müssen es einfach... Nee, wir müssen doch reden mit jemandem. Vier. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn hier der Ansprechpartner? Von dieser Gegend? Hallo? Bist... sind's... Nein. Ernsthaft? Nee, ist nicht dein Ernst. Nee, es ist, die Kuh ist nicht der Ansprechpartner. Questaufgabe lautet, rede mit dem, mit einem von den Settlern. Ja gut, dann... Hi. Ah gut, können wir ja, ja, just looking. Achso, ich dachte, du willst was verkaufen. Hm, okay, sure. Let's see what you got. My prices are firm. Haggling gives me a headache. Also, Munition hat er schon mal ein bisschen. Jetzt gucken wir, was wir erstmal verkaufen können. Nein, Bluebird auf jeden Fall nicht. Bluebird ist vor allem ein richtig cooler Name, wie ich finde. Was ist damit? Das war die 45er. Eine Automatik. Nee, haben wir nichts. Haben wir echt nichts zum Verkaufen? Zumindest wahrscheinlich nichts, was er haben möchte.
Bringt eigentlich gar nichts. Im Grunde, was? Weapons? Achso, Weapons. Im Grunde können wir jetzt einfach nur gucken, hat er für uns was Interessantes? Wenn nicht, linke Arm, mehr Schutz für den linken Arm. Und Strength and Endurity. Ja, das hört sich doch gut an, das nehmen wir. Dafür verkaufen wir. Strength and Dirty. Wenn man den jetzt. Ja, gleich angelegt, okay. Ja, ich will euch auch nicht so lange aufhalten mit dem hier Rotz hier, weil wir ja zur Satellitenstation. Deswegen tue ich jetzt einfach mal Ace happen. Haben wir genug Geld. Und jetzt einfach mal kurz. Nee, Caravan Guide. Mensch! Wer ist denn hier zuständig für diese Gegend? Da, hallo! Nein! Doch, Gene. Nice dog. But he looks lonely. Don't you think? Oh nee, das ist der Hundeverkäufer. Nein. I don't need another dog. Oh, good. I didn't really want to sell her anyway. Ja, behalt ihn und stellt es dann halt auch nicht in Frage. Ich würde jetzt einfach mal hier. Zack. Und a lie to the saddle. Ja, das ist mir klar, dass ich nicht. Ich möchte ja mit jemandem reden. Wo ist denn hier jemand zuständig, Mensch? Oder schläft die Person? Ist da ein Untergrund? I don't fucking get it. Das sieht mir nach einem Bug aus. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen beim nächsten Mal hin. Wir warten jetzt. Ein Tag schlafen uns aus und dann gehen wir Richtung Satellite. Bis gleich. Guten Morgen, Ödland. Da ist der Dude. Der Dude hat sich versteckt. Die ganze Nacht. Dann habe ich ihn erwischt, als er hier morgens, als ich aufgewacht bin, sich an seinen Obstgarten hier gemacht hat. So, aber jetzt kommt, entwischt er mich nicht. Wir reden jetzt mal. Ein Wörtchen. Ghost, geh mal weg da. Hier ist Serious Business. Hey there. Bin hier. I can't remember the last time I had clean fingernails. Okay. Ist das alles? Out here, you gotta take things one day at a time. Ist das alles? Ist es dein fucking Ernst? Irgendwo streunert noch einer rum. Ist. Nee, immer noch Caravan. Okay. Unser nächstes Ziel. Erstmal die Lage sondieren. Wir haben hier einen Zaun, den wir sehen. Und hier eine Art Deckung. Und jetzt sagen wir, sondieren das von oben. Gucken, ob wir ein bisschen Highfield bekommen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Munition liegt bei knapp 200 Rounds. Könnte ein bisschen hektisch werden, außer wir erzielen gute Treffer. Auf den ersten Blick scheint alles safe zu sein. Radar ist auch frei. Ist jetzt alles safe? Der Eingang ist scheinbar auf der Seite. Das ist vom Satellitenkomplex. Das war, glaub mal ein Stausee. Um die Energie zu nutzen. So wie man das halt so macht. Ransack a Relay. Okay. Dann würde ich sagen, auf nach Ransack Relay. Aha. Wir haben da ein Fahrzeug. Lala. Seht ihr das, meine Leute, meine Freunde? Fallen. Der Radar ist leer. Aber hier ist alles schön mit Fallen ausgelegt. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall irgendwas erwarten.
Irgendeine Quest hat sich gestartet. Können wir da... Dreckscheiße. An der Seite kommen wir nicht rüber. Aber wir nutzen einfach hier... noch eine Mine. Pass auf, Ghost, gell? Ich möchte dich nicht in Einzelteilen hier raus... rausholen. Pass auf! Pass auf! Mann, dieser... dieser Hund. Fuck, das hätte ich eigentlich schaffen sollen. Dieser Hund ist so selbstmörderisch. Wäh, sagt er. Haben wir hier Bobby Pins. Und er ist auch eine Falle. Fallen zu entschärfen gibt auch Erfahrungspunkte. Deswegen machen wir das. Genauso wie... Scheiße. Okay, ab jetzt wissen sie, dass jemand kommt. Genauso wie solche Sachen zu entschärfen. Gibt auch Punkte. Geht mal wieder schön in die Beine. Können wir jetzt auch mal ein bisschen offensiver... offensiver uns bewegen. Das ist eine geschützte Area eigentlich. Wir widmen uns gleich dem Computer. Hier kurz alles holen. Okay. Old Terminal. Okay, Journal Entry. First day, first entry. Guess all that coding paid off. I've got a cash government job at a nice salary. If everyone reading this is an aspiring coder, trust me, making video games doesn't pay the bills. True. Simple stuff we are working on here. It's a realizes him. Like teleportation. Nobody's gotten it to work, but there's some guy from CIT here. Brilliant theories. With luck, Acronym will be able to remotely teleport supplies to troops overseas. I asked what Acronym stood for. They told me it was above my pay grade. Ja, typische Antwort. Silly me, can't tell if they were joking or not. Journal 2, Nebraska. Who the fuck lives in Nebraska? I thought Nebraska was a place people drove through. Now I'm being forced to... orientate and train my replacement. His name's John Rogans, and half the time he acts like a starry-eyed 10 years old. And he's now in charge of coding the choice AI. What do we even need an AI for? I blame the communists. An AI? Okay, entry 3. I can't tell if Rogans is a genius, an idiot, or both at the same time. The object scanning mechanism got online today, and it nearly fried Rogers and me with a laser beam. How? Pretty sure the geothermal reactor is going on the Fritz too, and it all comes back to Rogans. Moron brought in an external drive. Turns out it had a virus on it. Now we have spent all the day deleting any reference to the name Maxwell. Maxwell? Okay. Who gives out a... virus pretending to be a dead cartoonist. Es wird interessant. Entry 4. Stepped in a bucket full of water today. Real magic co-workers I have. This is the fourth prank this week. Real eye is working at least. Not well though. Try to get it to spawn a suit of power armor and it's shunt an APC through the garage door. Now nobody can get into the garage because there's an APC there. Obviously, there's a monkey inside too. Nobody's there to go near it. Yeah, monkey, wissen wir. Explosion. Entry 5. Nearly tripped on a wire that was rigged to an explosive device that was rigged to a monkey. Whereby said he found two landmines in a toilet yesterday and gas, laughing gas, got pumped into the upper control box on Wednesday. Only one guy was in and he left in an ambulance. Hallucinogenic gas got pumped into the research wing too. Rogans was having a screaming fit. Obviously not a prank, so what the hell is going on here? Acronym isn't online and it isn't set to work. And I swear I scrubbed the virus out of that
thing weeks ago. Letzter Eintrag. I am an idiot. We are all idiots. It's not the virus. It's not Rogans. I'm not even sure he's incomplete anymore. It's the AI. Wer hätte es gedacht? It's the damn thing all along. Acronym isn't just a real life system. That was never the point. The AI doesn't select cargo. It's meant to be a psychological warfare system. All the traps, all the gas. It's all been deliberate. All the virus did was scrub its IFF parameters and set it against us. Acronym, alternative combat relay and obfuscation neurological yielding machine. Rogers and Vanderby got locked in the break room and choked to death. War Rogans himself tried to shut it down and the thing just warped in a bunch of construction robots and sprued lava all over him. Thornton got his hair taken off by the new laser grid. Me and the Darrison, we almost got it broke open the main control panel at the top of the tower, hoping to shut it down. And there was a brain inside. A goddamn brain! I'm out, I'm done, I'm leaving this facility to sink into hell and take whatever's left with it. Oh, 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 oh! Ich ahne was. Robot brains. It's getting real. Fucking robot brains. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in dieser Folge noch sehen, aber fucking Robot Brains Ghost. Ja. Auf jeden Fall mal safen. Die Zeit sagt 8 Minuten noch ungefähr. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Aber das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Ich weiß aus der Mine, ob wir da ganz schnell hinkommen. Oh, da muss man schnell sein. Und da ist ein Laser. Und Granats. Also, eine psychologische beziehungsweise eine AI, die auf irgendeine Art und Weise uns sprengen möchte. Also da brauchen wir auch gar nicht rennen. Wenn da irgendwas ist, was uns bedrohlich erscheint. Oh, ich werde wahrscheinlich sowas von explodieren. Nee. Wenn irgendwas uns bedrohlich erscheinen wird, dann keine Humanoiden, keine Raider, Roboter würden wir hören, sondern eher irgendwelche fiesen Fallen. Aber ich finde es interessant, ich mag Fallen. Sozusagen, man muss ein bisschen mit Vorsicht rangehen. Scheiße, Radioaktivität, da müssen wir ein bisschen schneller durch. Ja, gucken, ob wir irgendwas haben gegen Radioaktivität. Bubblegum. Was war denn das nochmal? Radix ist Resistenz. Chat nicht, Buff Out, Addictor, Radaway. Ja. Einmal und dann nehmen wir auch gleich Stimpack. Warum habe ich eigentlich keinen Rudderway als ja, gut, aber jetzt haben wir es als Favorit drin. Jetzt können wir da schneller ran. Gut. Also ich hoffe, dass wir nicht zu viel Gegenwehr bekommen, auch wenn das Von den Einträgen her, what the fuck, ey, alles voller Minen. Von den Einträgen her schon sich so anhört, als würde da etwas auf uns warten. Ah, da. Ja, Ghost stolziert da einfach. Puh, das war knapp. Bist du drauf, Ghost? Okay. Jetzt nicht? Kein Strom oder wie? Na gut.
Na gut, kein Strom. Wie kommen wir da runter? Wie kommen wir da runter? Am besten ohne zu sterben. Ist hier irgendwie... Nee. Ist hier irgendwo ein Knopf oder so? Ein Button? Ein Button? Boom. Ach komm, das hat mich getroffen. Sad. Kein Strom. Ich bin mir nicht sicher, ob man da einfach runter soll. Ich meine, es ist schon recht hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ohne große Verletzungen überlebe, ist sehr gering, aber ich könnte vielleicht einen Etappensprung machen. Wir safen auf jeden Fall und machen einfach mal hier so einen tricky Jump mit Anlauf. Yes! Keine Ahnung, ob ich das soll. Aber ich mach's einfach, weil ich's kann. Das sieht aus wie eine Vault. Kann man jetzt das? Button. Nö, scheinbar kein Strom. Aber es geht auch ohne Strom weiter. Ist hier irgendwas? Duct Tape. Duct Tape ist wichtig. Ja, ich glaube, die Situation oder diesen Anblick nehmen wir jetzt mal so als Cliffhanger mal wieder. Was uns erwartet, ob jetzt wirklich, wie ich jetzt denke, Robobrains kommen. Es sieht danach so aus, als es jetzt ein bisschen futuristisch wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ab zu Atmut. Bis gleich. Puh, heiß ist es hier. Heiß wird es aber auch in der nächsten Folge. Bei Borderlands. Fallout 4 meine ich. Fallout 4 in VR. Ob wir Robobrains antreffen? Ein Gehirn, ja. Denn irgendeine Intelligenz muss dahinter stecken. Durch die ganze Dramatik, die da irgendwie erzeugt wird. Oder ist das nur Spaß? Wir werden es dann erfahren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Enderb Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.